und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Detroit Become Human. Wir befinden uns hier gerade im Stadtinneren, würde ich sagen. Und es kann nur ein Android im Bus kommen. Das dürfte Kara, genau. Kara und Alice. Okay. Unsere beiden Ausreißer. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Alice. Zuverlässig. Okay. Mach auf. Wieder in die Steuerung reinkommen. Wir müssen gehen. Hey, Alice. Oh. Wir stehen auf und verlassen den Bus und haben keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Verlasse den Bus. Ja, das machen wir. Alice ist müde. Unterschlupf. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich muss wieder los. Okay. Dann verlassen wir den Bus. Komm mit, Kleiner. Und schaut euch doch mal bitte den Regen an. Oh, die Kleine friert. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Na, bin ich mal gespannt. Kleine muss auch total unter Schock stehen. Ich meine, wir haben ihren Vater umgebracht, auch wenn jetzt, Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Die beiden nicht das beste Verhältnis hatten. Wir gehen mal hier über die Straße. Hoffen, dass wir nicht überfahren werden. So, hey ihr, kann ich mit euch was anfangen? Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Natürlich nicht. Die Androiden sind uns keine große Hilfe. Komm, Kleiner. Komm. Komm, an die Hand. So, Organic Coffee. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt das Glückste ist. Ich hab mal R2. So, finde einen Unterschlupf für die Nacht. Wir hätten hier drüben was. Da und da hinten. Ich gehe jetzt hier hinter. Okay, ist zwar gerade rot gewesen, aber das ist, denke ich, okay. So, hier ist ein Shop. Hey, Kleiner. Komm wieder an die Hand. Kannst du... Danke. Ich kann der uns helfen. Der ist ja hier gerade immerhin im Auto, also im Arbeitsmodus. Okay, Alice? Okay, die hat sich... Kehre zu Alice zurück. Okay. Hey. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Nein. Ihr wirkt verloren. Ja. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Ja. Datenübertragung. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Er hat uns geholfen. Ein Android hat uns geholfen, einfach so. Ohne dass wir ihn gefragt haben. Komm mit, Alice. Wir finden was. Danke für Ihre Reise mit Detroit Bus. Okay, Achso. Drei Sachen haben wir hier. Ich gehe erstmal hier hin. Komm mit. So. Am anderen Ende der Stadt. Ist jemand, der uns helfen kann. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Ja. Zumindest ist es warm da drin. Überzeuge den Kassierer zu helfen. Okay. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Ja. Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heizarmee, okay?
Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Das hat ja super geklappt. Aus der Kasse stehlen. Ladendiebstahl, Kassierer ausrauben. Nein, das mache ich definitiv nicht. Muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht aus... Wir haben auch kein Geld, ich kann jetzt nichts klauen. Die neuen Arasco-Nudelsuppen. Ich kann jetzt hier echt nichts klauen. Ich will ja ein Vorbild für die gute Alice sein. So, L1. Ich glaube, das soll eine Kamera darstellen da oben. Ja, Überwachungskamera. Chill, dann war es vielleicht auch gar nicht so gut, dass wir hier reingegangen sind. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus. Komm, Kleiner. Okay, was ist hier? Das sieht doch einladend aus. Parking in einem Parkhaus? Aber dort ist keine Unterkunft. Können wir hier irgendwie... Hier. Verkehrte Taste. So. In einem verlassenen Auto übernachten. Ja. Treten. Weiß nicht, ob ich will nicht so viel Zeit verstreichen lassen, denn der kleinen Alice ist echt kalt. Okay. Ist hier noch irgendetwas? Ein Generator. Die Kleine stellt sich unter, aber ich glaube hier, wenn das Auto dicht ist, ist bestimmt die beste Lösung, die wir finden können. Ja, wenn wir in ein Motel oder sowas gehen, müssen wir entweder die Leute bedrohen, denn wir haben ja kein Geld. Sieht verlassen aus. Hier können wir uns immerhin ein... Ach, das ist doch dämlich. Halt der Abstand, Alice. Nicht... Warum? Das ist doch ultra sinnlos. Jetzt haben wir das doch kaputt gemacht. Jetzt regnen wir das doch rein. So. Jetzt müssen wir uns nur noch wärmen. Im Auto schlafen. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Wir gucken mal weiter. Okay, wir suchen was Besseres. Okay, wir haben aber schon mal eine Möglichkeit gefunden, wo wir drin schlafen können. Hier daneben an war noch ein verlassenes Haus. Können wir da vielleicht rein? Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Ja, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist hier nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Haus besetzen. Finde eine Drahtschere. Wo soll ich... Oh, warte, eine Drahtschere. Lag die nicht auf dem... Ach, das auch nicht. Da ist die Drahtschere. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Verlassen Haus, da könnte alles Mögliche drin sein. Oder da könnte jeder alles Mögliche drin sein. R1. R2. Jetzt R2. So, einmal hier durch. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Aber vielleicht können wir uns in dem kleinen Haus ja ein Feuerchen oder sowas machen. Der guten Alice nicht ganz so kalt wird. Obala, Entschuldigung, Alice. Entschuldigung. Ach. Nach oben. So, R1. Aber das mit den Tasten halten ist schon ziemlich gut gemacht. So, wir sehen uns nur um. Haus besetzen. Finde einen Weg hinein. Es ist auch nicht gerade das schönste Haus, aber es ist auf jeden Fall geschützt. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Stoffe oder so, die wir da benutzen können. Alice, komm mal in meine Hand, bitte. Okay.
So, ey, das gefällt sich ja nicht. Ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Nein, ich will das noch nicht abreißen. Ich will mich erstmal umschauen. Vielleicht muss ich das erst abreißen. Schauen. Ich glaube, wir sind da drin auf jeden Fall sicherer. Öffnen. Verschlossen. Ist das ein gutes Zeichen? Alice? Oh. Alice! Oh nein. Bringe Alice ins Haus, würde ich ja machen. Halt! Was machst du denn? Besucher. Rev mag Besucher nicht. Kehrt nicht. Sie verletzt Rev. Sie ist unschuldig. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein? Nein. Doch Rev lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht. Ist das, Android? Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Ist das der deutsche Schauspieler? Da. Das tun sie mit Rev. Oh Gott. So werden die Androiden also behandelt. Waffe beschwichtigen gehen. Wir beschwichtigen ihn mal. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Rev. Rev hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Rev hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Rev, tut euch nichts. Bleiben oder gehen? Wir bleiben. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Wie wäre es lieber, wenn er das besser wegpacken würde? Kommt, kommt, da kommt. Er ist ein bisschen gruselig, ja. Aber scheint auch mal so eine Müllfrau. Rev lebt hier, seit er weggelaufen ist. Rev lebt nach draußen, keiner weiß, dass er hier wohnt. Okay. Manchmal kommen Obdachlose, aber Rev versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Okay. Okay, das ist wirklich gruselig, aber ich denke, wir sind hier sicher, hoffe ich. Macht es euch hier drin gemütlich. Rev wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Ach, das sieht echt plädiert aus. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Komm, es ist besser als ein Auto. Mal sehen, wo du schlafen kannst. So, Haus besetzen. Setz dich in mein Feuer. Okay, wir können uns jetzt hier bestimmt noch ein bisschen umschauen. Hoffentlich. Mach ein Bett für Alice und mach ein Feuer. Okay, unsere Drahtschere. So, ich schaue mich erstmal oben ein bisschen um. Und habe ich nämlich schon eine Matratze gesehen. So, okay. Wo fangen wir an? Gehen wir hier lang. Vielleicht finden wir hier noch ein, zwei nützliche Sachen, die wir benutzen können. Und ich sehe gerade, es ist wirklich ultra dunkel. Sollte es zu dunkel sein, müsst ihr mir Bescheid geben. Dann stelle ich das hier noch ein bisschen heller. Das könnte ich auch gleich noch mitmachen. So, aber ich glaube, mehr will ich es gar nicht. Ja. So. Für mich ist es weiß ultra hell, aber es sieht auf jeden Fall besser aus in der Vorschau von OBS. So, vielleicht finden wir noch eine Decke oder sowas. Klamotten, ich weiß ja nicht. Und die Geschichte von dem Haus würde mich natürlich auch interessieren. Hier ist ein Schrank, wo wir nicht dran können, natürlich. Wo ist das schon ein Bett? Warum können wir hier oben nicht schlafen? Hier sind Zeitungen. Noch alte Zeitungen. Scheinbar ist das Haus schon länger leerstehend. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme.
Spiegel. Ändern Kamera wechseln, bitte. Ach nee, nicht schon wieder Duschvorhänge. Die mag ich überhaupt nicht. Okay, aber scheinbar... Gut, ist das Haus... kann ich damit nicht interagieren? Okay, dann machen wir mal ein Bett für Alice. Ein Kissen haben wir schon. Und die passende Decke. So, Decke gefunden, macht das Bett beim Kamin. So, Bett vorbereiten. Ja, besser als nichts. So, Wasser. RA9. Ralph. I am alive. Zwanghaftes Schreiben. Kann ich hier... Ich kann mit Ralphie sprechen. Okay, und das werde ich jetzt auch mal tun. Er ritzt es mit dem Messer hier rein. RA9. Wer ist das? Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum magst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es scheint also wirklich ein Fehler zu sein. Er schreibt etwas an die Wand und weiß nicht warum. Sieht auch super ordentlich. Das mit dem RA9 sieht aus wie mit einem Stempel gemacht. Aber hier an der Wand wird das schon alles ein bisschen krakeliger. Und unkonzentrierter. Okay, Ralph weiß nicht warum. Und ich frage mich, warum ist hier ein Rehkopf in der Gosse? Ich glaube nicht, dass Rehe hier noch... so weit verbreitet sind. Doch nicht mal heutzutage sind Rehe in der Stadt weit verbreitet. So, können wir irgendwas mitnehmen? Was ist das? Streichhölzer? Jo. So, sammle Holz, finde etwas Papier. Muss ich jetzt wieder hochlaufen, weil oben war ja nun Papier. Oder kann ich gleich das hier nehmen? Nein, das Papier da oben, das passt natürlich nicht. So, oh, was ist das? Papier. Nur das Papier geht. Das andere Papier funktioniert natürlich nicht. So, und jetzt brauchen wir noch etwas Holz. Hier hinten vielleicht. Wir brauchen Holz. Holz, Holz, Holz. Ich denke, es wird sich alles hier unten irgendwo befinden, das ganze Holz. Ablegen. Hier vielleicht? Er schreibt immer noch, das ist... Okay, dann lassen wir ihn mal schreiben. Legen es erstmal alles ab. Dann holen wir das Feuer, Feuerholz. Von draußen würde ich es nun nicht holen, denn da regnet es ja. Hier muss es doch irgendwo noch Holz geben. So, das Holz, was da unten liegt, das nehmen wir natürlich nicht. Wir nehmen die drei Scheite hier. Schaut auch recht trocken aus. So, dann machen wir doch mal ein Feuerchen. Erklärt jetzt natürlich auch die Frage, warum wir unten schlafen, wenn hier unten ein Kamin ist. Und nicht oben. So, zack. So, hier kann sich die gute Alice auf jeden Fall aufwärmen. Lieb dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Besser als im Auto auf jeden Fall. Kann sie es nicht wie so ein Burrito da reinrollen in die Decke? Hey. Warum hat er mich nie geliebt? Oh. Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Jetzt gibt sie sich die Schuld. Vielleicht war ich nicht brav genug. Oh. Und deshalb war er immer so wütend. Du konntest überhaupt nichts dafür, Kleiner. Ich wollte doch bloß eine Familie.
Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Wir haben dich lieb. Warum waren wir nie glücklich? Oh Gott. Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Niemals. Versprich, dass du nie gehst. Wir versprechen es. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Für immer. Ach komm, umarm sie. Zeig Gefühle, Kara. Kara, may I help you? Und jetzt schlaf schön. Ich gebe noch ein Küsschen auf die Stirn und auf den Kopf. Schlaf gut, Alice. Mann, ich wollte mich noch ein bisschen umgucken eigentlich, aber ich lege mich natürlich zu Alice. Zumindest, bis sie eingeschlafen ist. Schauen. Flüchtender. Öffentliche Meinung ist immer noch skeptisch. So, jetzt will ich noch mal schauen. Hier gab... Oh mein Gott. Okay, das eine wäre bestimmt das Auto gewesen. Auto aufbrechen. Hier wären wir dann im Auto gelandet. Hier vielleicht im Motel. Und die Wege hier sind wir ziemlich, ziemlich kurz. Ich denke, da wären wir gestorben. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wieder ziemlich interessant, wie riesig eigentlich dieses Spiel ist. Wir machen weiter. 6. November. Was ist das? Neu starten? Noch ein Charakter? Nein. Es ist Marcus. Gott. Der sieht überhaupt nicht gut aus. Diagnose. Mord. Das ist sehr auffällig. Optische Einheit. Beeinträchtigte Sicht. Beschädigter Gedächtnisplast. Okay. Unser Auge ist auch kaputt. Oh, hier ist noch was. Thirium-Pumpenregulierer. Alle Systeme mit Energiesparmodus. Defekt. Okay, wir laufen also auf Sparflamme. Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen ist nicht möglich. Die haben uns ganz schön zugesetzt. So, das haben wir. Hier vielleicht noch was? Hier? Ach, da am Ohr. Audioprozessor. Defekte Audiodaten beschädigt. Ach, du meine Güte. Keine ersetzen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Detroit Become Human. Danke, dass du wieder mit dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!